Ob in Palermo oder in Chicago, in Istanbul oder in Tokio, in Shanghai oder in Marseille. Die Mafia entsteht niemals durch Zufall. Ein schwacher Staat, korrupte Eliten, die Ursachen sind zahlreich und wohlbekannt. Eine Mafia ist ein Geheimbund und gedeiht im Verborgenen. Sie spinnt ihre illegalen Netze und dringt in alle Bereiche der Macht vor. Ihre gewaltigen Profite fließen in die Märkte einer Schattenwirtschaft und ihre Macht bedroht inzwischen unsere Demokratien. Eine wenig bekannte Mafia, die zu den mächtigsten der Welt gehört, versteckt sich im Herzen Europas. Die korsische Mafia dehnt ihr Netz seit 100 Jahren auf allen Kontinenten aus und verdankt ihre Existenz der Komplizenschaft zahlreicher französischer Staatsdiener. Dieser Film erzählt die Geschichte eines gefährlichen Bündnisses. Am Anfang stehen eine Insel und eine Stadt. Auf Korsika herrscht seit Beginn des 20. Jahrhunderts große Armut. Die Not treibt Tausende von jungen Leuten auf das französische Festland. Das Tor zu einem besseren Leben heißt Marseille. Die Stadt ist wie alle großen Häfen der Welt ein Umschlagplatz für Waren aller Art. Rohstoffe, Agrarprodukte und Industrieerzeugnisse. Gleichzeitig entwickeln sich hier illegale Aktivitäten. Schmuggel, Drogenhandel, Hehlerei, Prostitution und illegale Spielhöllen. Hier findet jeder das, was er sucht. Ob schlechte Gesellschaft oder Möglichkeiten zum Geldverdienen. Und alle diese Aktivitäten konzentrieren sich rund um den Hafen und die Docks. Marseille ist eine große Hafenstadt am Mittelmeer, in der rund ein Viertel oder gar ein Drittel der Einwanderer erst in jüngster Zeit angekommen ist. Marseille ist die kosmopolitischste Stadt Frankreichs und nimmt dadurch einen ganz besonderen Platz ein. Unter den damals 500.000 Einwohnern sind 100.000 Italiener, die ersten Algerier und 60.000 Korsen. Sie leben in der Altstadt, im Panierviertel, in heruntergekommenen Hotels und Elendsbehausungen. Die Korsen, die ihre Insel aus Verzweiflung verlassen haben, erfahren nun die Armut der Großstädte. Einer dieser Entwurzelten der Insel der Schönheit ist Simon Sabiani. Er wurde im korsischen Gebirge in dem kleinen Dorf Casamaccioli geboren und zieht im Alter von 20 Jahren nach Marseille. Hier beginnt er ein Jurastudium und wird Geschäftsmann, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Wie alle jungen Männer werden auch die Korsen an die Front geschickt. Sabiani meldet sich freiwillig und landet in der Hölle der Schützengräben. Dort kämpft er im blutigen Schlamm an der Seite eines anderen Korsen, dem Bruder eines Mannes, der für Sabiani noch sehr wichtig werden wird. Sein Name? Paul Carbon. Carbon stammt aus Propriano und ist in Marseille aufgewachsen. Der brutale Bandenchef wird wegen Körperverletzung verhaftet und zu den sogenannten Badaf geschickt, Spezialeinheiten in Afrika, in denen die Elite der französischen Unterwelt kämpft. Nach der Mobilmachung wird Carbon an die vorderste Front geschickt, auf den Chemin des Dames, wo er zum Messer greift, um die Leichen für die Särge passend zu machen. Nach Kriegsende kehrt Carbon verletzt nach Marseille zurück. Auch Sabiani zieht es wieder in die Stadt am Mittelmeer. Doch zunächst geht jeder seinen eigenen Weg. Sabiani, der drei seiner vier Brüder auf dem Schlachtfeld verloren hat, engagiert sich auf der Seite der Pazifisten. Er tritt zunächst in die sozialistische und kurz darauf in die kommunistische Partei ein und gründet schließlich die Autonome Kommunistische Föderation, die in den korsischen Vierteln von Marseille viele Mitglieder hat.
So beginnt er seine politische Karriere. Und allmählich gewinnt er immer mehr Anhänger in seinem bescheidenen Wohnviertel. Er findet sie unter seinen Nachbarn und Freunden, in den Arbeitervierteln und in den Reihen der kleinen Angestellten und Beamten. Das ist sein politisches Sprungbrett. Sabiani gründet das Verteidigungskomitee der Hafenarbeiter, leitet den philanthropischen Verein der korsischen Zöllner und schließt seine Unterstützer im Verein der Freunde Simon Sabianis zusammen. Täglich kommen Korsen, die kein Französisch sprechen, um ihn um Hilfe zu bitten. Der ehrgeizige Korse wird zunächst in den Stadtrat und später in den Departementrat gewählt. Dabei hilft ihm die klassische Methode des politischen Systems der Dritten Republik, der Klientelismus. Dieses System besteht darin, seine Wählerstimme gegen die Gefälligkeiten eines Gönners einzutauschen. Das hat fast feudalistische Züge. Ich habe mehrfach mit Sabianis Tochter gesprochen, die mir erzählt hat, dass in ihrer Jugend ständig Bittsteller vor der Tür ihres Hauses standen. Die Leute kamen, um einen Gefallen zu erbitten, einen Posten im Rathaus oder die Senkung eines Bußgelds. Es ging um die Schlichtung eines Konflikts mit den Behörden oder eine Arbeitsstelle für den Jüngsten in der Stadtverwaltung oder in einem lokalen Unternehmen. Die Leute erwarteten etwas für ihre Wählerstimmen. Einer dieser unzähligen kleinen Gefallen war die Vermittlung einer Wohnung für Paul Carbons Mutter. Seit seiner Zeit in den Schützengräben war Sabiani der Familie Carbon in Freundschaft verbunden. Paul Carbon hat Marseille verlassen und sich in neue Abenteuer gestürzt. Er steht jetzt im Dienst der Messagerie Maritime, der Reederei, die Frankreich mit seinen Kolonien verbindet, und bereist die Weltmeere. Die Korsen waren das Rückgrat der französischen Kolonialverwaltung. Aber sie saßen nicht nur in der Kolonialverwaltung, sondern machten auch Geschäfte. Legale und weniger legale. Die Korsen sind in Indochina, in Nordafrika, kurz in allen ehemaligen französischen Besitzungen oder jedenfalls im gesamten französischen Einflussbereich. Das wird später sehr zum Aufstieg des organisierten Verbrechens korsischer Herkunft beitragen. Denn es wird immer wieder irgendwo einen Cousin, den Freund eines Cousins oder den Freund eines Freundes eines Cousins geben, der einem einen kleinen Dienst erweisen kann. Anfang der 20er Jahre handelt Carbon mit Opium und unterhält Kontakte zu allen Handelsniederlassungen, in denen die korsische Diaspora Fuß gefasst hat. Von den Profiten erwirbt er seine erste Bar in Marseille, in der er Opium und Mädchen verkauft. Doch es hält Carbon nicht in Marseille, er setzt sich nach Ägypten ab. In Kairo trifft er sein alter Ego. Den Mann, mit dem er ein Imperium aufbauen wird. François Spirito ist Sizilianer und als Kind nach Marseille ausgewandert. Kairo ist die Drehscheibe des Mädchenhandels. Carbon und Spirito lassen die Mädchen aus Frankreich kommen, verkaufen sie weiter oder sperren sie in ihren äußerst lukrativen Bordellen ein. Mitte der 20er Jahre werden sie aus Ägypten ausgewiesen und kehren nach Marseille zurück, wo sie ihre Geschäfte weiterführen. Diese beiden Männer schlossen ein starkes Bündnis aus Gewalt und Gewitztheit. Da war der brutale Spirito, der hinter einer sehr extravaganten und affektierten Fassade ein extrem gewalttätiger Mann war, der sich nicht scheute, für seine Machtposition in der Marseiller Unterwelt auch zu töten. Auch Carbon hatte eine Menge hinter sich und vor absolut nichts Angst. Die beiden taten sich also zusammen und beherrschten die Stadt. Der Aufstieg von Carbon und Spirito ist schwindelerregend. Mit Hilfe einer ganzen Armee von Handlangern kontrollieren sie die Bars rund um das Opernviertel und die Bordelle in der Altstadt.
Sie haben Kontakte in Asien, im Nahen Osten und in Nord- und Südamerika, wo sich die sizilianische Mafia auszubreiten beginnt. Natürlich ist so etwas ohne Freunde und Gönner nicht möglich. In den Berichten, die ich eingesehen habe, ist von Schmiergeldern an Polizisten die Rede, um den Schmuggel zu erleichtern. Aber sie brauchen auch politischen Schutz. Das ist in Marseille unabdingbar. Carbon und Spirito haben ihr Hauptquartier im Joliette-Viertel zu Füßen der Altstadt, als Simon Sabiani 1928 zum Abgeordneten gewählt wird. Sabiani weiß, wer sich hinter der legalen Fassade von Carbon und Spirito versteckt. Carbon ist der erste korsische Gangster in Marseille, der auf Investitionen und Expansion setzt. Für den König des korsischen Klientelismus sind die beiden so etwas wie Kollegen in der Unterwelt. Sabiani wird sie nicht verraten. Im Gegenteil, er wird sich ihrer bedienen. ...1929 finden Kommunalwahlen statt. Bürgermeister von Marseille ist der betagte Arzt Simeon Flessière, der eine siebte Amtszeit anstrebt. Doch Flessière steht für einen veralteten Sozialismus und verliert die Unterstützung seiner Partei. Er wendet sich an Sabiani. Dieser könnte die Verehrung der Marseiller Korsen für seine Person nutzen, um die Wahl zu kippen. Um ihn zu überzeugen, verspricht ihm Flessière den Posten des ersten Stellvertreters. Flessière kommt in die Jahre, Sabiani ist einverstanden. On s'étonne à Marseille qu'un nombre aussi considérable d'ouvriers me suit. Mais si véritablement on avait recherché les causes de la situation qui m'est créée du point de vue politique, on saurait qu'à Marseille ce sont des ouvriers qui sont à mes côtés. Die damaligen Wahlkämpfe sind äußerst rücksichtslos. Jeder Kandidat verfügt über einen eigenen Ordnungsdienst, der dem des Gegners die Stirn bietet. Dass Simon Sabiani ein schlagkräftiger Ordnungsdienst fehlt, wird Paul Carbon für seine Sicherheit sorgen. Anfangs spielte sich alles in den Bars ab, denn da fanden die Wahlversammlungen statt. Die Betreiber dieser Bars waren häufig Männer aus der Unterwelt oder Leute, die Kontakte zum Milieu hatten. Da diese Treffpunkte sehr nahe beieinander lagen, kam es oft zu Auseinandersetzungen, sodass spezielle Kräfte benötigt wurden, um die Gegner notfalls mit Waffengewalt aus dem Weg zu räumen. In dieser Hinsicht konnte die Unterwelt also durchaus von Nutzen sein. Das erste Bündnis zwischen Politik und Mafia entsteht in Frankreich mit einem zynischen Deal. Für die Unterstützung durch Carbons Handlanger verspricht ihnen Sabiani im Falle seines Wahlsiegs städtische Arbeitsplätze. Das enge Bündnis zwischen diesen Kriminellen und einem gewählten Abgeordneten ist schon erstaunlich. Sie sorgen für seine Sicherheit und die seiner Wahlveranstaltungen, betätigen sich als Klaköre und verprügeln eventuell anwesende Gegner. Diese Leute können große Brutalität an den Tag legen, können diese aber auch strategisch einsetzen. Pour qui allez-vous voter? Pour Sabiani. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'homme réellement capable de défendre les intérêts dignement de la classe prolétarienne à Marseille. Am Wahltag werden die Urnen mit Wahlzetteln vollgestopft. Sogar Tote stimmen ab. Ergebnis? Flessière wird wiedergewählt. Sabiani bekommt den Posten des ersten Stellvertreters und Carbon leitet das Einstellungsbüro. In der Ortspolizei, in den Sportverbänden, aber auch beim Katasteramt, der Friedhofsverwaltung und der Feuerwehr. Alles wird von Carbons und Spiritus Männern unterwandert, sodass die beiden Gangster nun einen Großteil der Stadt kontrollieren. Carbon und Spirito sind die Könige der Nacht, der Spielhöllen, der Prostitution und des Rathauses.
Zwei Jahre später stirbt der 80-jährige Bürgermeister Simeon Flessière in seinem Bett, wie geplant. Der Stadtrat wählt einen Strohmann zum Bürgermeister. Simon Sabiani festigt seine Machtstellung in Marseille und Carbon verstärkt seinen Einfluss. Damit war die Grundlage für die verbrecherischen Verbindungen zwischen Politik und Unterwelt geschaffen. In der Folge kommt immer derselbe Mechanismus zum Tragen. Wenn eine fragwürdige Beziehung zum kriminellen Milieu eingegangen wird, ist es nur logisch, dass dieses Milieu, wenn es intelligent und gut organisiert ist, versucht, seine Kontakte zur Politik auszubauen, um daraus geschäftlich Kapital zu schlagen. Das führt zu illegalen Verflechtungen. Als Abgeordneter reist Sabiani häufig nach Paris, wo er sich mit einem weiteren Korsen anfreundet, dem Pariser Polizeipräfekten Jean Quiap. Der Antikommunist, Antisemit und Antirepublikaner ist eine schillernde Figur der Dritten Republik, gegen die er einen Komplott schmiedet. Anfang der 30er Jahre ist der Polizeipräfekt mit einem tiefgreifenden Wandel der Pariser Unterwelt konfrontiert. Paris ist bis dahin in den Händen kleinerer Gruppen von Kriminellen gewesen, deren Aktivitäten sich im Allgemeinen auf ihr jeweiliges Viertel beschränkten, etwa in La Villette oder auch in Belleville. Diese Banden verschwinden plötzlich zugunsten strukturierter Organisationen, die vor allem aus Korsen bestehen. Die Korsen führen die Vendetta in der Hauptstadt ein. In den Straßen von Paris fließt Blut und Quiap muss dies unter allen Umständen unterbinden. Sabiani macht Quiap mit Carbon bekannt. Indem er sich öffentlich mit dem korsischen Mafioso zeigt, schickt der Präfekt der Pariser Unterwelt eine Botschaft. Haltet eure Leute im Zaum, damit sich die Bürger ohne Sorge im Milieu amüsieren können. Das Interessante an dieser Vendetta, bei der sich die Pariser und die Marseiller Korsen gegenüberstehen, ist, dass sie die französische Unterwelt nachhaltig umstrukturiert. Plötzlich ist jeder gezwungen, Stellung zu beziehen und so letztendlich zum Aufstieg der korsischen Mafia in Frankreich beizutragen. Carbon, der sich bei der Pariser Vendetta im Hintergrund hält, verbündet sich mit den verschiedenen Clans und kann in Montmartre Fuß fassen. Er hat ein neues Geschäft entdeckt, das einträglichste von allen. Die Verarbeitung von Mohn zu Opium und die Herstellung von Morphinbase, dem Ausgangsprodukt für Heroin. So entstehen die ersten noch recht primitiven Labors in der Gegend von Bandol, unweit von Marseille. Es werden Chemiker hinzugezogen, die mit ihrem Wissen schon ab den 30er Jahren die Grundlagen für die spätere French Connection schaffen. In den 30er Jahren gibt es in Paris noch keine Drogensüchtigen. Der Drogenkonsum ist eine absolute Randerscheinung und beschränkt sich auf eine sehr kleine Gruppe, der vor allem wohlhabende Bürger angehören. In Paris verkehren Carbon und Spirito mit einem monegassischen Gauner, der sich den meistbietenden Politikern als Wahlagent anbietet. Baron de Lussatz. Die drei Kumpane organisieren einige der prächtigsten Feste im Paris der goldenen 20er. Mistinguette, Jean Gabin, Rému und der junge Tino Rossi drängen sich an ihrem Tisch, an dem auch Reiche auf der Suche nach Nervenkitzel sitzen. Eine Welt aus Strass und Korruption, in der ein Mann mit Geld nur so um sich wirft. Alexandre Stavisky, der größte Betrüger der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Der Mann ist ein enger Freund von Carbons Maîtresse, der Bordellbetreiberin Manouche. Stavisky hat die gesamte Oberschicht korrumpiert. Politiker, hohe Beamte und Journalisten. Die Eliten geraten in Misskredit. Als Stavisky entlarvt wird, begeht er am 8. Januar 1934 angeblich Selbstmord. Der Skandal erschüttert die Dritte Französische Republik. Polizeipräfekt Quiap ermuntert die extreme Rechte dazu, die Affäre zu nutzen, woraufhin er entlassen wird. Als Reaktion versuchen rechtsradikale Gruppierungen und Veteranenverbände am 6. Februar 1934 die Nationalversammlung zu stürmen.
Die Polizei eröffnet das Feuer. Die Folge? 16 Tote und über 1500 Verletzte. Die Linksregierung tritt zurück. Carbon wird sich später gegenüber seiner jungen Geliebten Manouche rühmen, seine Revolver gezogen und auf der Place de la Concorde auf die Ordnungskräfte geschossen zu haben. Nur eine Prahlerei? Wer weiß. Mit der Entlassung des Polizeipräfekten Kiap verlieren Carbon und Spirito ihren Pariser Beschützer. Die beiden Gangster stehen plötzlich im Rampenlicht, als Albert Prince, der mit der Untersuchung von Stavisky's Tod beauftragte Richter, enthauptet an einer Bahnstrecke aufgefunden wird. La mort du conseiller Albert Prince est entourée de circonstances mystérieuses. Crime ou suicide? La police enquête. Il a été trouvé en longueur sur le rail à 20 mètres de là. Inspektor Pierre Bonny, der die Ermittlungen leitet, beschuldigt Kiap und die korsischen Paten, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Carbon, Spirito und Baron de Lussatz werden festgenommen und inhaftiert. Eine der seltenen Gelegenheiten für Presseaufnahmen von den Ganoven. Paul Carbon, dit Ventour, est le gangster le plus célèbre de Marseille. Il a été mêlé à pas mal d'histoires louches, mais jusqu'à présent, il n'a jamais été pris. Sabiani, der beschuldigt wird, die Paten zu beschützen, organisiert ihre Verteidigung. Er kritisiert das Vorgehen von Inspektor Bonny und pflastert die Mauern von Marseille mit diesem Plakat, auf dem ein legendärer Satz zu lesen ist, der für das Verhältnis zwischen der korsischen Mafia und der französischen Republik steht. Carbon ist mein Freund und wird mein Freund bleiben. Ein französischer Politiker bekennt sich öffentlich zu seinen fragwürdigen freundschaftlichen Beziehungen zur Unterwelt. Warum hat er das getan? Ich weiß es nicht. Aber in dieser Kultur des Klientelismus und der Clanchefs, der Gefallen und Treuebeweise, heißt das so viel wie: Ich bin ein Ehrenmann. Ich stehe zu meinen Freunden und werde sie immer unterstützen. Durch Sabianis Unterstützung werden Carbon und Spirito als französische Inkarnationen eines neuartigen Bandenwesens bekannt, das damals als Gangstertum bezeichnet wird. Dadurch kamen die Beziehungen zwischen Unterwelt und Politik ans Licht und zogen viel Aufmerksamkeit auf sich. Jeder sprach darüber, analysierte das Phänomen und fragte sich, ob es etwas mit der italienischen Mafia zu tun hatte. Auch das Wort Mafia kam damals gerade auf. Die Leute waren überzeugt davon, dass die Funktionsweise der amerikanischen Politik nun auch in Frankreich angekommen war. Sie hatten sich davor gefeit gefühlt, aber das war ein Irrtum. Marseille wird jetzt mit Chicago und Carbon mit Al Capone verglichen. Der amerikanische Gangster hatte seine Sternstunde zur Zeit der Prohibition. Doch sein Erfolg stieg ihm zu Kopf. Zu viel Prunk und Gewalt beschleunigten seinen Sturz. Der Pate von Chicago wurde 1931 verurteilt. Die Mafiosi erkennen, dass der Medienrummel und die brutale Gewalt sie extrem verletzbar machen. Sie müssen das Scheinwerferlicht meiden. Paul Carbon ist sich dessen wohl bewusst. In der Prince-Affäre ist Inspektor Bonnys Anklage auf Sand gebaut. Die drei Männer waren am Tag des Mordes nicht in Marseille. Paul Carbon, François Spirito und der Baron de Lussatz werden freigesprochen. Am Bahnhof Marseille-Saint-Charles organisiert Sabiani eine grandiose Begrüßung für Carbon und Spirito. Bei ihrem Einzug in die Stadt säumen Hunderte von Schaulustigen die Canebière. Am Abend dieses ruhmreichen Tages lassen sie sich nach einigen Gläsern Champagner im Hinterzimmer eines Restaurants fotografieren. Es existieren nur noch zwei dieser Fotos, auf denen Sabiani, Carbon und Spirito zu sehen sind. Dieses und dieses hier. Es sind seltene Aufnahmen, sichtbare Beweise einer unsichtbaren Macht. Die Unruhen vom 6. Februar 1934 haben die französische Politik tiefgreifend verändert.
Sozialisten und Kommunisten verbünden sich und bilden die Volksfrontregierung. Als unmittelbare Folge gerät Sabianis Liste bei den Kommunalwahlen von 1935 in eine bedrohliche Lage. Sein Rivale, der Sozialist Henri Tassot, rekrutiert einen Ordnungsdienst, um Carbons und Spiritus Handlanger zu bekämpfen. Er wendet sich an zwei ehrgeizige junge Zuhälter korsischer Herkunft, die Brüder Guérini, die der zweiten Generation der korsischen Mafia angehören. Antoine und Barthélemy Guérini haben ihr Heimatdorf Calenzana am Rande der Macchia verlassen und sind aufs Festland gezogen. In Marseille leben sie anfangs von der Prostitution. Genau wie ihre älteren Landsleute Carbon und Spirito haben sie eine Bar gekauft und ihre ersten Mädchen an den Straßenrand gestellt. Ihre sechs Brüder und Schwestern sind ebenfalls nach Marseille gekommen, um sie zu unterstützen. 1935 können Antoine und Barthélemy bereits auf Dutzende von Komplizen, Handlangern und Partnern zählen. Da sie Schutz benötigen und traditionsgemäß Sozialisten sind, haben sie sich Tassot angeschlossen. Während des Wahlkampfs trifft der Guérini-Clan auf Carbons Handlanger. Immer wieder kommt es zu Gewalttätigkeiten, umso mehr, als sich ein dritter korsischer Clan in den Dienst des radikalen Kandidaten stellt, die Brüder Rinucci. Dieses nebulöse kriminelle Umfeld umgibt die politische Welt der Stadtverwaltung. Ich würde noch nicht von einer Mafia sprechen, aber doch von einem mafiösen System aus Korruption und Hilfestellungen, also einem Austausch zwischen Politik und Unterwelt, der das politische Leben der Stadt vergiftet. Am Wahltag nimmt die Geschichte unweigerlich ihren Lauf. Der Sozialist Henri Tassot gewinnt haushoch. Die Guérinis können ihre Leute ins Rathaus einschleusen und Simon Sabiani muss in die Opposition. Carbon und Spirito verlieren ihren politischen Beschützer. Der Sabiani-Clan mit Carbon und Spirito muss 1935 eine Niederlage hinnehmen. Die Machtübernahme der Volksfrontregierung führt dazu, dass Sabiani und seine Freunde in Marseille an politischer Macht verlieren. Stattdessen beginnen 1935-36 die Guérinis ihre Macht in der Unterwelt auszubauen. Diese vier, Carbon und Spirito, sowie Mémé und Antoine Guérini, kennen und verabscheuen einander. Sabianis Wahlniederlage erschüttert das System von Carbon und Spirito. Ihre Straffreiheit ist gefährdet, ihre Autorität im Milieu beschädigt. Spirito ist für die radikale Methode. Er will den Guérini-Clan liquidieren. Carbon hingegen denkt strategisch und findet, es sei Zeit für Verhandlungen. Es ist von einem feuchtfröhlichen Mittagessen die Rede, bei dem Carbon und Spirito sich damit einverstanden erklärten, den Guérinis einen kleinen Teil vom Kuchen abzugeben, aber nicht den ganzen. Das war wie ein Tischgespräch unter Geschäftsleuten. Sie haben sich zusammengesetzt und darüber verhandelt, wer welches Stadtviertel bekommen sollte. Marie-Christine Guérini ist die Tochter von Barthélemy Guérini, dem jüngeren der beiden Brüder. Über Fotos und Zeitungsausschnitten erzählt sie von ihren Erinnerungen als Tochter eines Paten der Unterwelt. Antoine musste meinem Vater Mémé erklären, dass es besser sei, über die Verteilung der Reviere zu verhandeln. Denn sonst hätten sie die berühmten Revolver rausholen müssen, die ich geerbt, aber im Safe vom Carlton gelassen habe. Aber sie haben sich über die Aufteilung der Stadt und der verschiedenen Geschäftsfelder geeinigt. Wenn du die Frauen willst, nimmst du sie eben und ich bekomme dafür die Altstadt von Marseille. Und so wurde es gemacht. Und dann sagt Carbon den Satz, der die korsische Mafia begründet. Auf der Insel können wir uns bekämpfen, aber auf dem Festland müssen wir Korsen zusammenhalten. Das wurde so beschlossen und später nie wieder diskutiert. Dieses Treffen ist der Gründungsakt der korsischen Mafia
und schafft die Grundlagen für ihre Organisationsweise. Diffus, flexibel und mit einer flachen Hierarchie. Jeder Clan muss die Spezialitäten und Reviere der anderen respektieren. Gegen eine, wie Carbon es nennt, bescheidene Abgabe. Die ins Rathaus eingeschleusten Handlanger sind allen zu Diensten. Carbon und Spirito kommt es vor allem darauf an, die Kontrolle über den Hafen zu behalten, um ihre Fäden zwischen Marseille und Paris, zwischen Frankreich und den Kolonien und zwischen Europa und Amerika spinnen zu können. Korsika ist vorerst von jedem Handel ausgenommen. Die Insel der Schönheit wird geschützt. Unterdessen organisiert sich die sizilianische Mafia in den USA und wird zu einem echten Konsortium. Die amerikanische Cosa Nostra ist geboren, mit der hierarchischen Struktur einer Pyramide und dem erklärten Ziel, das mächtigste Verbrechersyndikat aufzubauen. (lacht) 1936 beginnt in Frankreich eine neue Ära. Die Volksfront gewinnt die Wahlen und Léon Blum wird Premierminister. In Marseille verliert Simon Sabiani, der einstige starke Mann der Lokalpolitik, seinen Parlamentssitz. Was geschieht jetzt mit Sabiani? Er ist zunächst immer stärker isoliert. Doch der Sabianismus, diese Politik des Klientelismus und der Günstlingswirtschaft, bleibt ein Problem. Die Polarisierung der französischen Politik hilft Sabiani zurück in den Sattel. In Paris gründet Jacques Doriot die erste faschistische Partei Frankreichs, die PPF. Genau wie Sabiani ist auch Jacques Doriot ein desillusionierter ehemaliger Kommunist, der nun eine Partei gründet, die sich als nationalistisch versteht. Er spricht vage von einem Sozialismus im Rahmen der Nation. Es ist ja bekannt, wo das hinführen kann. Das sind Elemente eines ziemlich verworrenen Faschismus. Sabiani interessierte sich nicht für politische Ideen, aber Doriot scheint ihn hypnotisiert zu haben. Sabiani wollte sich mit seiner Hilfe wieder eine politische Zukunft sichern. Simon Sabiani wird einer der führenden Köpfe der PPF in Marseille. Der Ordnungsdienst der Partei besteht vor allem aus Korsen, die von Carbon und Spirito rekrutiert werden. Als 1936 der spanische Bürgerkrieg ausbricht, machen sie sofort mobil. Der Hafen von Marseille ist für den Nachschub der Kriegsparteien von strategischer Bedeutung. Die Anhänger der Republikaner mobilisieren heimlich die Apparate der Kommunisten und Sozialisten, die von den Guérinis unterstützt werden. Carbon und Spirito hingegen arbeiten für Franco. Gemeinsam mit der PPF hindern sie die Nachschubschiffe der Republikaner daran, den Hafen zu verlassen. Hierbei werden sie vom Renucci-Clan tatkräftig unterstützt. Carbon und Spirito versenden viele hundert Tonnen Waffen und Munition. Ein kolossales Auftragsvolumen von mehreren hundert Millionen Francs. Die beiden Paten eröffnen zu diesem Zweck eine Handelsniederlassung im belgischen Antwerpen. Durch die zunehmenden Embargos ergeben sich immer mehr Schmuggelmöglichkeiten. Ob Morphium oder Parmesan, Alkohol oder Waffen, alles wird beschafft und das Geld fließt in Strömen. Im Rathaus, im Hafen und in ganz Marseille blüht die Korruption. Zu dieser Zeit ist Henri Tassot Bürgermeister von Marseille. Er hat 1935 eine hochverschuldete Stadt geerbt, die eine viel zu hohe Zahl von Angestellten beschäftigt, die zumeist noch von Sabiani eingestellt wurden. Viele verfügen nicht über die nötige Kompetenz für ihren Posten und sind vorbestraft. Der Klientelismus hat sich also überall breit gemacht. All dies tritt zutage, als 1938 in den Nouvelle Galerie, einem großen Kaufhaus an der Cannebière, ein Brand ausbricht. Am 28. Oktober 1938 weht auf der Cannebière ein starker Mistral,
als die prächtige Fassade des großen Warenhauses Feuer fängt. Die Marseiller Feuerwehr bekommt den Brand nicht unter Kontrolle. Der Skandal der fiktiven Posten wird zur Tragödie. Das Gebäude stürzt ein. In den Trümmern sterben 73 Menschen. Das Parlament leitet eine Untersuchung ein und die Regierung stellt die Stadtverwaltung unter staatliche Kontrolle. Tassot wird entlassen. Marseille hat keinen Bürgermeister mehr und sein Ruf einer mafiösen Stadt verbreitet sich in ganz Europa. In Paris bauen Carbone und Spiritaux ihr Imperium aus. Nachts bewegen sie sich in einer Grauzone, in der auch Politiker, Stars aus dem Showgeschäft und Industrielle verkehren. Carbone und Spiritaux halten Ausschau nach neuen, gebildeteren Männern, die Sprache und Umgangsformen der Bourgeoisie beherrschen. Da taucht in ihrem engeren Kreis ein junger Mann auf, Étienne Léandry. Er ist nach Paris gekommen, um Jura zu studieren. Der geistreiche, kultivierte und gut aussehende junge Mann nutzt schon bald seine Talente als Gigolo. Er kennt nicht viele Leute und stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Aber er hat einen Onkel beim Zoll, der ihn ein bisschen in die bessere Gesellschaft einführt. Er geht in bestimmte Bars, vor allem ins Georges V, wo die Pariser Haute Volée verkehrt. Im Georges V trifft er viel Prominenz, sowohl aus der Geschäftswelt als auch aus dem Showgeschäft. Carbone, der Léandry oft in den Armen einsamer Frauen sieht, lädt ihn sehr schnell an seinen Tisch ein. Natürlich lernt er auch Carbone und Spiritaux kennen, denn das sind sehr präsente, beeindruckende Leute. Er knüpft Kontakte mit ihnen, ohne sich ihnen wirklich anzuschließen, denn es handelt sich ja um echte Gangster, die bewaffnet und gefährlich sind. Étienne Léandrys größter Wurf ist ein Tango mit einer der reichsten Frauen der Welt. René Brodier, der Ehefrau des Amerikaners Virgil Neal, Eigentümer des Kosmetikimperiums Toucalon. Léandry ist gerade 20 geworden, René ist 40 und ihr Mann 60. Und Neal soll ihnen seinen Segen gegeben haben, was wirklich sehr großzügig von ihm war. Sie veranstalten unglaubliche Feste. Sie haben ein Haus gekauft, das heute eines der größten Luxushotels Frankreichs ist. 90 Hausangestellte, überall Gold und Lapislazuli, unzählige Autos. Jeder Wagen hatte seinen eigenen Chauffeur in einer passenden Livree. Sie gaben Unsummen aus, nur damit ihre Freunde feiern und sich amüsieren können. Innerhalb weniger Monate steigt Étienne Léandry zum offiziellen Liebhaber von René Brodier und zum Vertrauten von Virgil Neal auf. Das Unternehmen war sehr dezentralisiert, um Steuern zu sparen, aber auch um so seine Stellung als Firmenchef zu sichern. Léandry lernt alles über die Tricks der multinationalen Konzerne, Steuerparadiese und Geldwäschemethoden. Er träumt davon, den Platz des Firmenchefs einzunehmen. Und er entdeckt die zwielichtige Welt der extremen Rechten. Denn Virgil Neal ist einer der reichsten Unterstützer Mussolinis. Neal war ein Mann, der auf seinen Verstand vertraute und in eine Menge legale und illegale Geschäfte verstrickt war. Und dasselbe galt auch für Léandry. Léandry bewegt sich in der vornehmen Gesellschaft mit derselben Sicherheit wie in der Unterwelt. Carbone überträgt ihm sofort einige Drogengeschäfte. 1938 wird Léandry zusammen mit zwei Drogenhändlern verhaftet. Er sitzt 3 Monate lang im Gefängnis La Santé, bevor er freigesprochen wird. Im Sommer 1939, wenige Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, unternimmt Léandry mit René Brodier eine USA-Reise. Er will sich Anteile am Imperium des alten Neal sichern, doch die gut informierten amerikanischen Behörden verdächtigen ihn, Kontakte zur amerikanischen Mafia zu unterhalten. Drogenfahnder folgen Léandry von New York nach San Francisco, können aber nichts finden. Und auch dem Liebespaar gelingt es nicht, den alten Neal zu enteignen.
Es gibt einen Vertrag, den ich gelesen habe. Wahrscheinlich wollte Neil sicherstellen, dass Leandrich und René nicht zu viel Einfluss auf das Unternehmen gewannen. Virgil Neil hatte vorgesorgt. Bei ihrer Rückkehr nach Europa wartet auf Leandri und seine Geliebte eine neue Welt. Die des Krieges und der Besatzung, in der die Orientierung schwer fällt und die Ordnung dem Chaos zu weichen droht. In dieser Welt wird die Mafia erstmals in die höchsten Ebenen der Politik vorstoßen. Dabei sieht es anfangs nicht gut für die Mafiosi aus. Frankreich ist zweigeteilt. Im Süden ruft das Regime von Marschall Pétain die nationale Revolution aus, die das Land vom Krebsgeschwür der Republik heilen soll. Die Internierungslager füllen sich nicht nur mit Juden, sondern auch mit Kommunisten, Staatenlosen, Freimaurern und allen möglichen von der Polizei registrierten Kriminellen. Carbon, Spirito und ihre Männer werden in der Zitadelle von Sisteron inhaftiert. Simon Sabianis Stern steigt wieder. Als PPF-Chef der Südzone hat er Zugang zu Premierminister Laval und wird zum starken Mann der Kollaboration in Marseille. Sabiani reist nach Vichy und bittet Laval, Pétains Premierminister, um die Freilassung dieser Kriminellen. Er behauptet, sie würden für die nationale Revolution gebraucht. Als sich die Polizei des Vichy-Regimes genauer anschaut, um welche Häftlinge es geht, hält sie die Leute für zu gefährlich. Doch Laval setzt sich durch und genehmigt Sabiani die Freilassung der Gangster. In der besetzten Zone will die Gestapo die Besatzung verschärfen und alle Feinde des Dritten Reiches beseitigen. Hierfür benötigt sie Leute vor Ort. Der Schwerkriminelle Henri Chamberlain, genannt Lafont, ist einer dieser Handlanger. Er nutzt seine Talente, indem er politische und wirtschaftliche Informationen beschafft und Widerstandskämpfer und Juden verfolgt, mit der Erlaubnis zu Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Folter und Liquidationen, wann immer ihm dies angebracht erscheint. Lafonts Effizienz erregt die Aufmerksamkeit von Helmut Knochen, dem Gegenspionagechef der Gestapo. Helmut Knochen unterstützt Lafont, das heißt, dass Lafont nahezu unantastbar ist, für die französische Polizei, für die Unterwelt und für die Deutschen selbst. Er wird zu einer Person mit Sonderrechten, wie es sie nur in Kriegszeiten gibt. Lafont rekrutiert Kriminelle und lässt sich mit seinem Team in der Rue Le Rustan im 16. Bezirk nieder, wo er die berüchtigte Carlingue, die französische Gestapo, gründet. Selten waren in ein oder derselben Gruppierung so viele Schwerverbrecher vereint. Es befanden sich auch einige korrupte Polizeibeamte darunter. Lafont arbeitet mit Pierre Bonny zusammen, dem Inspektor, der Carbon und Spirito im Zusammenhang mit der Stavisky-Affäre verhaftet hatte. Alles, was die Unterwelt an Abschaum zu bieten hat, wird von der Carlingue angeworben, darunter auch viele Männer von Carbon und Spirito. Carbon selbst bleibt auf Distanz. Er hat die Demütigung, die Bonny ihm zugefügt hat, nicht vergessen. Lafont rekrutiert also eine gewisse Anzahl von Korsen für seine Organisation, die weniger mit Maßnahmen der Kollaboration als vielmehr mit Raubzügen beschäftigt sind. Dabei handelt es sich um von der Carlingue gedeckte, bewaffnete Überfälle und Plünderungen, insbesondere von jüdischem Vermögen. Es laufen also Verbrecher mit Marseiller Akzent durch ganz Paris, die deutsche Polizei brüllen und sich Zugang zu Wohnungen verschaffen, um die Menschen brutal auszurauben. Ein Treiben, dem die französische Polizei nur ohnmächtig zusehen kann. Diese Kriminellen hatten das Recht, ihre üblichen Aktivitäten fortzusetzen, nur diesmal mit einem Polizeiausweis. Carbon und Spirito haben sich gleich nach ihrer Freilassung von der Gestapo anwerben lassen. Sie sind jetzt V-Männer. Dank ihres Ausweises, mit dem sie die Demarkationslinie nach Belieben überschreiten dürfen, haben Carbon und Spirito völlig freie Hand. In Marseille stellen sie sich in den Dienst von Sabiani. In Paris verkehren deutsche Offiziere in ihren Bordellen und Restaurants. Die Unterwelt interessierte sich vor allem für den Schwarzmarkt. Woher stammten die Einnahmen von Carbon und Spirito? Da waren der Schmuggel, der Drogen- und Mädchenhandel, die Prostitution. Die deutschen Offiziere wollten gutes Essen und ihren Armagnac. Und all das konnte der Schwarzmarkt liefern.
Für Carbon und Spirito wurden die Deutschen zu Kunden. Plötzlich wird der Dieb zum Händler, der Gangster zum Polizisten und der Erpresser zum Finanzbeamten. Die Grenze zwischen der Unterwelt, die den Schwarzmarkt beherrscht, und den Leuten, die Widerstandskämpfer und Juden denunzieren, ist manchmal ziemlich fließend. Nur wenige Straßen von der Carlingue entfernt auf dem Boulevard Flandrin Nummer 11 sitzt SS-Hauptsturmführer Roland Nosek. Ein Experte für politische Informationsgewinnung. Nosek lernt einen Mann kennen, der sich schnell unentbehrlich macht: Etienne Leandri. Etienne fühlt sich bei Ausbruch des Krieges durch die Anwesenheit der Deutschen in Paris nicht weiter gestört. Il est pas choqué par les Allemands, finalement. Der junge Korse führt Nosek durch das Pariser Nachtleben und serviert ihm auf dem Silbertablett eine Reihe wohlfeiler Informanten. Er lädt ihn auch zu den großen Festen des Ehepaars Neil ein. Leandri korrumpiert Nosek, indem er ihm alle seine Wünsche erfüllt. Sie gehen im besetzten Paris ständig zusammen aus. Er stellt ihm Mädchen vor und besorgt ihm Lebensmittel. Das ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Er hilft der Gestapo sogar, ein besseres Quartier zu finden. Leandri gründet ein Konkurrenzunternehmen von Tokalon, die Kosmetikfirma Acra. Ihre Kunden sind ausschließlich Nazis. Innerhalb weniger Monate verdient Leandri ein Vermögen. Er prahlt damit, über 25.000 Francs pro Tag auszugeben und ist stolz darauf, Duryeaus PPF zu finanzieren. Am 8. November 1942 landen die Alliierten in Nordafrika. Die Deutschen reagieren mit der Besetzung der freien Zone. Damit tritt der Zweite Weltkrieg in eine neue Phase ein. In Marseille haben jetzt die Deutschen das Sagen. Die Gestapo beschlagnahmt eine Luxusvilla in der Rue Paradis 425. Da die Nazis Informanten brauchen, wenden sie sich an den starken Mann von Marseille, den PPF-Chef Simon Sabiani. Quand les Allemands arrivent, nach ihrer Ankunft richten die Deutschen einen Sicherheitsdienst mit 50 oder 60 Mitarbeitern ein. Die Sektion 4, die für die Jagd auf Juden und Widerstandskämpfer zuständig ist. Da sie dies allein nicht bewältigen kann, sucht sie sich in Marseille 200 bis 300 Spitzel, unter denen auch viele PPF-Mitglieder sind. Simon Sabiani ist der PPF-Chef von Marseille und seine Handlanger sind natürlich Carbon und Spirito. Die beiden entscheiden sich also für das Lager der Kollaboration. Und ihre Männer werden zu Auftragsmördern, die foltern, plündern und Juden oder Widerstandskämpfer verhaften. Sie werden übrigens pro Kopf bezahlt. Eine der übelsten Gestalten überhaupt war Palmieri. Er beschäftigte rund 100 sogenannte Inspektoren, die ein Gehalt und eine Prämie von 1.000 Francs für jeden verhafteten Juden erhielten. Palmieri hatte seinen Posten im Rathaus 1933 mit Sabianis Hilfe bekommen und war als Mitglied der PPF in gewisser Weise mit Sabiani befreundet. Während Carbon, Spirito, Renucci und ihre Leute eifrig kollaborieren, schließen sich die Guérinis der Resistance an. Ihre Rolle ist ambivalent, denn sie besitzen Anteile an Bars und Stundenhotels, zu deren Gästen auch Deutsche und natürlich Politiker gehören. Aber die Guérinis verstecken in ihren Kellern auch eine Reihe von Widerstandskämpfern und Juden, denen sie bei der Flucht helfen. Sie spielen also in gewisser Weise ein doppeltes Spiel. Barthélemy Guérini bleibt den Sozialisten treu und unterstützt bereits sehr früh den jungen Anwalt Gaston Defer, der das Widerstandsnetzwerk Brutus leitet. Das Netzwerk Brutus ist ursprünglich ein Nachrichtennetzwerk, das wertvolle Berichte nach London funkt.
Sie betreffen insbesondere die politischen Parteien, die im Begriff sind, sich neu zu formieren. Doch irgendwann stellt sich die Frage nach dem Aufbau einer Aktionsgruppe im Rahmen des Netzwerks, die mit Waffengewalt für Frankreichs Befreiung kämpfen kann. In diesem sozialistischen Schmelztiegel rund um Gaston de Fer finden sich überzeugte Widerstandskämpfer, vorbestrafte Kriminelle und zahlreiche Korsen. Für diese Aufgabe werden starke Männer gesucht, die sich mit Waffen auskennen. Gefälschte Papiere, kein Problem. Falschgeld, kein Problem. Raubüberfälle, um Geld zum Kauf von Waffen herbeizuschaffen, kein Problem. Sie sind mit Waffen vertraut und scheuen sich nicht, deutsche Offiziere zu töten. So etwas ist nicht einfach. Aber sie können mit Waffen umgehen. Es wird nicht so genau hingeschaut, wer sich der Résistance anschließt. Die Herkunft ist unwichtig. Es gibt aufrichtige Widerstandskämpfer mit politischen Überzeugungen und kriminelle Handlanger, die umgesattelt haben und nun für eine neue Sache kämpfen. Zu diesen Leuten, die Abenteuer und Schießereien lieben, gehören auch die Guérinis. Die Résistance steigert die Zahl ihrer Attentate. Anfang Januar 1943 verübt sie einen Anschlag auf ein Marseiller Bordell, in dem deutsche Soldaten verkehren. Die Nazis beschließen, das Panierviertel zu sprengen, dessen Unterwelt ihnen als das Krebsgeschwür Europas gilt. Von den Hügeln über der Stadt aus überwachen der Polizeichef René Bousquet und SS-Obergruppenführer Karl Oberg, der Schlächter von Paris, die Aktion, an der 12.000 Mann teilnehmen. Die führenden Köpfe der korsischen Mafia von Marseille werden inhaftiert. Carbon lässt seine Beziehungen spielen und ist schnell wieder frei, genauso wie Antoine Guérini, dessen Bruder Barthélemy zwar zum Tode verurteilt wird, aber fliehen kann. Bei der ersten großen Razzia in Marseille werden 6.000 Menschen verhaftet. 1.600 von ihnen werden deportiert, darunter zahlreiche Juden, die alle ermordet werden. In den darauffolgenden Tagen werden über 1.500 Gebäude auf einer Fläche von 14 Hektar dem Erdboden gleichgemacht. Mit der Zerstörung der Marseiller Bastion der korsischen Mafia werden die Karten der politischen Bündnisse neu verteilt. Renucci geht auf Distanz zur Kollaboration und unterstützt Kommissar Blément, der ein Netzwerk von patriotischen Kriminellen aufgebaut hat. Blément ist ein Kriegsbulle, eine Sorte Polizist, die es in Friedenszeiten nicht geben kann. Ein Kriegsbulle hat keine Hemmungen, für ihn zählt allein die Effektivität. Er sagt von sich, er jage seine Feinde mit der Grausamkeit und Finesse eines Mafia-Killers. Und es stimmt, dass Blément bei seiner Jagd auf Kriegsverbrecher einen außerordentlichen Eifer an den Tag legt. From the shores of North Africa, the United Nations High Command launches the greatest amphibious military operation in history: the invasion of Sicily. Im Juli 1943 landen die Alliierten in Sizilien. Um den Erfolg der Operation zu gewährleisten, verhandelt das USS, die Vorgängerorganisation der CIA, mit dem Paten der italo-amerikanischen Mafia, Lucky Luciano, der seit mehreren Jahren im Gefängnis sitzt. Als die amerikanischen Truppen auf der Insel landen, werden sie von der Cosa Nostra geführt. Die Alliierten übertragen der Mafia die Verwaltung Siziliens. Kurz darauf kann sich Korsika befreien, aus eigener Kraft. Dank ihrer Widerstandskämpfer in jedem Dorf schlagen die Korsen eine ganze SS-Division in die Flucht. Der Mut der Inselbewohner im Kampf gegen die Nazi-Besatzer steht in krassem Gegensatz zur Niedertracht vieler korsischer Mafiosi der Diaspora. Als Carbon spürt, dass sich das Blatt wendet, beschließt er, sich ins frankistische Spanien abzusetzen.
Im Dezember 1943 reist er mit einem Nachtzug nach Paris, um seine geliebte Manouche abzuholen und mit ihr zu fliehen. Doch kurz nach Mitternacht sprengen Widerstandskämpfer den Zug in die Luft. Carbons rechtes Bein wird abgerissen, das linke schwer verletzt. Als Spiritou an seinem Krankenbett eintrifft, hat Carbon gerade seinen letzten Atemzug getan. Bei seinem Begräbnis, das Etienne Leandri organisiert, drängen sich die höchsten Würdenträger der Kollaboration. In der Kirche singt ein Chor um Tino Rossi das Ave Maria. Unter den Trauergästen, die dem ersten korsischen Paten der Geschichte die letzte Ehre erweisen, ist auch Simon Sabiani. Carbons Tod markiert das Ende eines Mafia-Clans und kündigt den Aufstieg eines anderen an. Des Clans der Guérini-Brüder. Barthélemy zeichnet sich in den Reihen der sozialistischen Partisanen aus, an der Seite mehrerer hundert Männer, im Wesentlichen Korsen aus dem Panier-Viertel. Ihr Anführer de Fer plant Sabotageaktionen als Vorbereitung für die Landung der Alliierten. Die Bindungen, die in schwierigen Zeiten im Untergrund entstehen, haben eine Kraft, die heute nur schwer zu verstehen ist. Diese Männer haben ihr Leben riskiert und das führt zu einer starken Verbundenheit. Am 6. Juni 1944 landen die Alliierten in der Normandie. In Paris trennen sich die Wege der Männer aus der Rue Lauriston. Der Legende nach soll Lafont vor seiner Hinrichtung wegen Hochverrats das Beutegut der französischen Gestapo einem korsischen Mafioso übergeben haben. Schmuck, Gold und Silber. Die Letzten, die sehr stark kompromittiert sind, setzen sich ab, etwa nach Lateinamerika. Ich denke da insbesondere an Joseph Ricord, der als einziger Korse an Lafonts Seite blieb. Diese Leute fliehen und werden die treibende Kraft dessen, was Jahre später als French Connection bekannt wird. In Paris glaubt Etienne Leandri immer noch an den Sieg Deutschlands. Bekleidet mit seiner Gestapo-Uniform trifft er seinen SS-Freund Roland Nosek im Fouquet's, um ein letztes Mal festlich zu speisen. Nach einem großen Gelage mit Nosek im Fouquet's nehmen sie Abschied. Etienne steigt in seinem mit Goldbarren und Lebensmitteln beladenen Bentley und fährt los. Etienne Leandri erreicht Berlin, wo er die Spionage- und Spitzelschule des Dritten Reichs besucht. Auch Sabiani flieht nach Deutschland. Er geht mit seiner Familie nach Deutschland, genau wie einige hundert andere Mitglieder der Parti Populaire Français. Er lässt sich in der Kleinstadt Mengen im Landkreis Sigmaringen nieder, wo er noch einmal wie ein Verrückter zu arbeiten beginnt, um die Situation zu retten. Am Tag von Sabianis Flucht landen die Alliierten in der Provence. Die äußerst heftigen Gefechte werden in manchen Orten von Machtkämpfen zwischen Gaullisten, Kommunisten und Sozialisten begleitet. Am 28. August 1944 wird Marseille befreit. Am nächsten Tag übernehmen die Sozialisten die Macht in der Stadt. Sie haben die Führung im Befreiungskomitee des Departements. Gaston Defer wird zum Präsidenten der städtischen Delegation ernannt. Unter seinen Getreuen sind auch Antoine und Barthélemy Guérini. Sie unterstützen Gaston Defer und helfen ihm bei der Machtübernahme, nach der Befreiung und auch später bei der Wahl zum Bürgermeister. Dadurch sitzen sie politisch fest im Sattel und können ungestört ihren illegalen Aktivitäten nachgehen. Der Sabiani-Carbon-Spiritot-Clan, der das Fundament der korsischen Mafia legte und Marseille seit Ende der 20er Jahre beherrschte, hat sich aufgelöst. Alle werden in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Nach seinem Aufenthalt in Sigmaringen flieht Sabiani nach Mailand, Buenos Aires und schließlich nach Barcelona, wo er stirbt. Er wird in seinem Heimatdorf Casamaccioli auf Korsika begraben. Spiritou geht direkt nach Spanien und anschließend inkognito nach Kanada und in die USA. Er wird zu einer der Säulen der French Connection. Etienne Leandri verlässt Berlin im April 1945
und flüchtet über Genf nach Mailand, wo er sein strahlendes Comeback vorbereitet. Marseille bleibt eine sichere Basis und ist bereit für die zweite Ära.